Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Mathis Sandhof. Mathis, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr, so einen erfolgreichen Trainer hier sitzen zu haben. Wir sind ja alle gerade ein bisschen im EM-Fieber. Wenn du so die EM verfolgst, aus deiner Sicht, aufgestiegen, jetzt Pokalsieg, hat Yogi alles richtig gemacht mit seinem Kader? Was würdest du sagen? Ich weiß nicht komplett, ob er alles richtig gemacht hat. Ein paar Spieler sind da bestimmt oder fehlen. Brandt, Bellarabi vielleicht, Podolski, warum ist er dabei? Aber fürs Team ist er wichtig, denke ich. Und heute hat er auch ein schönes Interview gegeben und Hosengate oder wie wurde es bezeichnet, das alles mal wieder runtergeholt. Ja, und so ein Typ ist, glaube ich, wichtig für jede Mannschaft. Und deswegen hat Podolski es auch verdient, irgendwie dabei zu sein, finde ich. Es geht ja jetzt gegen Polen, ist ja das nächste Match. Was ist dein Tipp? Was glaubst du, wie das ausgehen wird? 3-0 für Deutschland, glaube ich. Obwohl, ich bin tatsächlich noch nicht so richtig im EM-Fieber, bin ich richtig dabei. Bin auch irgendwie froh, dass eigentlich fußballlose Zeit ist, obwohl ja eigentlich die Vorbereitung bei uns geht ja schon wieder los. Es geht um neue Spieler, die wir suchen. Es geht um Co-Trainer, den wir suchen. Sponsor, alles drumherum. Also da kommen viele Dinge auf mich zu, persönlich. Und deswegen ist es nicht ganz fußballfrei. Du hast ja auch im Vorgespräch schon erzählt ein bisschen, dass die Zeit jetzt bei Sternschanze relativ nervenaufreibend und auch anstrengend ist am Ende, so, weil ihr so viel erlebt habt. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du wirklich ausgebrannt im Moment? Oder geht's noch? Also es geht noch. Also es ist natürlich eine Drucksituation, die man letztendlich hat, gerade weil ich es alleine mache und da dann auch im Fokus stehe und auch in der Verantwortung und mir selbst auch nicht zugestehen will, dass ich 1% weniger gebe. Und da merkt man dann schon nach so einer Saison, wo es dann wirklich immer um jeden Punkt in der Liga ja auch um jedes Tor tatsächlich ja zum Schluss ging, dass man da einfach alles rein investieren musste. Und das haben wir gemacht und dadurch sind wir alle gemeinsam aufgestiegen und haben einen Pokalsieg geholt. Du hast auch gerade angesprochen, es ging um jedes Tor am Ende glaube ich 14-0 gegen Lauenburg. Hast du die Diskussion dann so ein bisschen mitbekommen, dass einige gesagt haben, das Ergebnis ist so ein bisschen komisch. Wie geht man damit um als Trainer und auch als Mannschaft? Die Diskussion ging ja letztendlich von Albeck aus, was auch total gerechtfertigt war, weil Albeck damals davon ausging, dass Lauenburg gegen uns mit 9 Leuten angetreten ist. Und dann ist es tatsächlich Wettbewerbsverzerrung. Wenn man aber allerdings beim Spiel dabei gewesen wäre, hätte man gesehen, dass Lauenburg vielleicht nicht in Bestformation angetreten ist, aber wir einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, bei gefühlt 35 Grad, wo Lauenburg natürlich schon abgestiegen ist und wir die Tore einfach gemacht haben, fast jede Torchance genutzt und zur Halbzeit stand es tatsächlich komischerweise, verrückterweise 7-0. Und dann haben wir uns auf der Bank auch schon gedacht, Mensch, wie viele Tore sind es noch bis zu ASV? Und deswegen kam das Ergebnis nur zustande. Du hast auch Albeck auch schon angesprochen, die ja dann durch das 1:1 gegen vier Marschlande dann nicht den Sprung geschafft haben. Von eurer Seite gab es dann auch Glückwünsche an vier Marschlande und es gab bei Facebook so ein paar Kommunikation zwischen euch, wie so das Verhältnis zwischen beiden Mannschaften sieht, irgendwie bei Facebook jedenfalls sehr nett und sehr freundschaftlich aus. Also unser Verhältnis beschreibt sich so, dass wir im letzten Jahr zusammen aufgestiegen sind. Wir hatten ja wirklich ein tolles Event letztendlich, das dritte Relegationsspiel im letzten Jahr, wo wir es dann direkt geschafft haben und vier Marschlande eigentlich nicht, aber dann gab es ja irgendwie noch ein paar Sachen, dass sie doch noch ein Entscheidungsspiel spielen durften und dann aufgestiegen sind. Ja, einfach ein toller Tag im letzten Jahr und in diesem Jahr ging dann tatsächlich noch mal ein paar Motivationsschreiben von mir vorher an vier Marschlande. Auch ein Mannschaftsabend ist gesichert für die. Ist das schon eingelöst oder noch nicht? Ist noch nicht eingelöst. Wir machen ein Freundschaftsspiel in der Vorbereitung und da wird dann bei uns zusammen gegessen, vielleicht auch ein Bier getrunken. Eins oder zwei vielleicht. Vielleicht, ja. Du machst ja die ganze Sache schon relativ lange alleine, bist auf der Suche nach einem Co-Trainer. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, wenn du möchtest, vielleicht gerne in diese Kamera so eine Bewerbungsansage zu machen, was dein Co-Trainer können muss und was er mitbringen muss, damit er mit dir arbeiten kann. Okay, ja, mein Co-Trainer, ich guck mal jetzt in die Kamera. Ja, genau. Zukünftiger Co-Trainer. Ja, wir suchen einen entspannten Co-Trainer, der wirklich... Der muss sehr gut geschult sein, dass wir da ordentlich zusammenarbeiten können und es auch ergänzen. Ich suche keinen Hütchenaufsteller. Also ich suche keinen, der da nur rumturnt und meine Hütchen wegräumt, sondern wirklich jemanden, der Aufgaben übernimmt, sich dafür auch verantwortlich fühlt.
Da wäre Erfahrung natürlich von Vorteil, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ich selbst habe auch mit 25 jetzt in der Truppe angefangen und nach sind so, lernt man natürlich dazu. Was mir wichtig ist, dass man mit Herzen dabei ist, dass man die Mannschaft versteht, das Viertel auch ein Stück weit, dass man weiß, wo man spielt, bestimmte Werte vertritt und dann einfach schaut, wie es klappt. Also können sich gerne alle bei mir melden, die Nummer ist online und dann wird das vielleicht was. Wir wünschen dir auf jeden Fall für die Aufgaben, die jetzt auf euch zukommen, viel Glück. Du kriegst natürlich auch noch ein Geschenk, dass du hier warst. Vielleicht kannst du dir einen Kaffee einfüllen. Ja. Oder ich habe gehört, man kann auch sehr gut Bier daraus trinken. Ich weiß ja nicht, vielleicht passiert das dann mal. Gerne Kaffee. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.